So, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen. Freue mich sehr über das große Interesse. Wundert mich aber auch nicht. Ich würde ganz besonders herzlich begrüßen, möchte ganz besonders herzlich begrüßen Lena Baryschnowskaja, die Frau von Juri Schmidt. Es freut uns sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Weil das eine Veranstaltung ist, die dem Gedenken an Juri Schmidt gewidmet ist, der vor fast genau einem Jahr gestorben ist. Und dessen Biografie, die heute in Form eines biografischen Interviews vorliegt, ich hoffe, Sie haben die Broschüre schon gesehen. Sie wird auch Thema dieser Veranstaltung sein. Eine in vieler Hinsicht exemplarische Biografie. Ich muss sagen, ich habe den Text, obwohl ich einiges über Juri Schmidt ja schon wusste, noch mit einer ziemlichen Bewegung gelesen, weil es sowohl die Tragödie der Sowjetunion, Russlands und Europa im letzten Jahrhundert widerspiegelt, aber eben auch die ermutigenden Seiten, die Zivilcourage und den aufrechten Gang in Zeiten, in denen gar nicht abzusehen war, dass Opposition und demokratischer Widerstand wirklich Erfolg haben könnten. Das war auch einer der Gründe, weshalb Juri Schmidt 2006 den Petra Kelly Preis erhalten hat, den die Heinrich-Böll-Stiftung alle 2 Jahre vergibt an Menschen, die sich auszeichnen durch ein besonderes Engagement für Menschenrechte, durch Zivilcourage. Es gibt hier irgendeine Rückkoppelung, Augenblick. Liegt vielleicht am Telefon. Ich mache das mal aus. Und wir dachten, dass es gut wäre, noch einmal an Juri Schmidt zu erinnern und diese Erinnerung gleichzeitig zu nutzen für eine Reflexion, für ein Gespräch über Geschichte und Gegenwart. Und dazu haben wir ein Podium mit Gästen, die so verschieden sie sind, alle doch eines gemeinsam haben, dass sich ihr Lebensweg irgendwann mit Juri Schmidt gekreuzt hat und daraus eine tiefere Verbindung entstanden ist. Zwei unserer Gäste hier auf dem Podium sind sozusagen Stammgäste der Heinrich-Böll-Stiftung. Die meisten werden sie kennen aus vielen Veranstaltungen der letzten Jahre. Marie-Luise Beck, seit vielen Jahren engagiert in der Russland- und Osteuropapolitik der Grünen. Herzlich willkommen, Marie-Luise. Arseni Roginski, den auch alle kennen, die sich für Russland interessieren, der Gründer und Vorsitzende von Memorial, der doch wichtigsten Demokratie- und Menschenrechtsorganisation Russlands. Herzlich willkommen, Arseni. Und dann haben wir heute noch einen Gast, der zum ersten Mal in der Heinrich-Böll-Stiftung auftritt. Er hatte in den letzten 10 Jahren auch keine Gelegenheit dazu. Allerdings war er symbolisch doch vielfach hier präsent, zum Beispiel in den Chodorkowski-Debatten, einem Veranstaltungsformat, das wir übernommen haben aus Moskau. Die Chodorkowski-Lesungen in Moskau
waren ja so etwas wie ein Zentrum der politischen, intellektuellen Debatte der demokratischen Opposition. Also ganz herzlich willkommen, lieber Michael Chodorkowski. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier in Freiheit zu sehen. Und wir hoffen auch sehr, dass Ihr Freund und Kollege Platon Lebedev und all die anderen, die im Zusammenhang mit den JUKOS-Prozessen heute noch in Russland im Gefängnis sitzen, bald freikommen werden. Ich vermute, Sie alle, wie wir auch selbst, sind ganz besonders auf Michael Borisowitsch Chodorkowski gespannt. Aber wir bitten doch zu respektieren, dass im Zentrum dieser Veranstaltung eben Juri Schmidt steht, seine Biografie und die Rolle, die er als Menschenrechtsanwalt in Russland gespielt hat. Michael Chodorkowski möchte heute keine Fragen beantworten, die sich vor allem um seine Person drehen und auch davon absehen, die aktuelle politische Situation in Russland zu kommentieren, aus Gründen, die man, glaube ich, gut nachvollziehen kann, wenn man die politische Situation dort vor Augen hat und die Namen, die ich gerade genannt habe. Arseni Rosinski ist derjenige, der Juri Schmidt am längsten hier kennt auf dem Podium. In dem Interview, in dieser Broschüre findet sich eine sehr, finde ich, vielsagende Erzählung, wie Juri Schmidt Arseni dann kennengelernt hat, Ende der 60er Jahre in Moskau, in der Wohnung seines Vaters. Der Vater von Juri war, Juri war insgesamt 26 Jahre in Straflagern und Gefängnissen. Und hat seinen Sohn zum ersten Mal gesehen, als er 20 war. Und Arseni tauchte da auf Treffen von ehemaligen oppositionellen Menschewiki mit einer Gruppe von jungen Intellektuellen. Und schon damals zeichnete ihn aus, was ihn offenbar das ganze Leben begleitet hat, nämlich dieses enorme historische Interesse. Arseni hat damals gesammelt, er hat Informationen gesammelt, hat Interviews gemacht, er wollte alles wissen über die Geschichte der Sowjetunion, über die großen Säuberungen. Insofern denke ich, hat er viel zu erzählen über Juri Schmidt und die Erfahrungen, die er mit ihm gemacht hat. Michael Chodorkowski, von dem Juri Schmidt sagte, er sei sein wichtigster Mandant, hat auch sehr eindrückliche Erfahrungen mit ihm gemacht. Und Marie-Louise Beck hat zusammen mit Jens Siegert dieses Interview geführt über 2 oder 3 Tage hinweg, kurz vor dem Tod von Juri Schmidt in St. Petersburg, die jetzt zu dieser Publikation geführt hat. Ich selbst habe Juri Schmidt kennengelernt bei der Verleihung des Petra-Kelly-Preises 2006, war sehr beeindruckt von seiner Persönlichkeit. Er war ja gleichzeitig ein sehr höflicher, feiner, kultivierter Mensch und ein sehr kraftvoller und mutiger Mann. Bevor wir einsteigen, möchte ich mich bei allen bedanken, die zu dieser Veröffentlichung, zu dieser Veranstaltung beigetragen haben. Vor allem bei unserem Lektor Bernd Reinberg, bei Hartmut Schröder, dem Übersetzer, Walter Kaufmann und Gudrun Fischer, Gunilla Fienborg und ihren Kolleginnen vom Tagungsbüro der Böll-Stiftung, Ramona Simon, unserer Pressesprecherin, für eine ungewohnte Aufgabe, nämlich eher Anfragen abzuwehren. Wir wollten nicht, dass es heute hier einen großen Medienrummel gibt.
Und last not least Mascha Sanikova, die nicht nur seit heute ein guter Geist in all diesen Veranstaltungen und Aktivitäten ist. So, genug der Vorrede, wir steigen jetzt ein und ich würde gerne Arseni bitten, etwas zur Geschichte dieser Freundschaft und zur Bedeutung Juri Schmidts für die Bürgerrechtsbewegung in der ehemaligen Sowjetunion und im heutigen Russland zu sagen. Ich habe Juri Schmidt 1968 oder 69 kennengelernt. Irgendwann dann im Winter, glaube ich, auf irgendeine Empfehlung bin ich zu Juras Vater gekommen. Sein Vater war kein bekannter Mann und dass es ihn gab, das wussten nur einige Leute, eine Handvoll Leute, und die wussten auch, welche Vergangenheit er hatte. Und mich hat die Geschichte des Widerstandes unendlich interessiert. Warum die Geschichte des Widerstandes? Weil wir hatten ja diese Millionen Menschen im Rücken, die man für nix und wieder nix ins Lager gesteckt oder getötet hat, nur weil es die Macht so wollte. Und die Frage, Widerstand, hat überhaupt jemand mal irgendeine Art von Widerstand geleistet? Jetzt außer den bekannten Bauernaufständen, über die wir ein bisschen gewusst haben, obwohl dazu nichts veröffentlicht wurde. Das war, wie gesagt, eine sehr wichtige Frage und wir suchten diese Berührungspunkte und darum war ich plötzlich eines Tages in dieser Wohnung, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung am Rand von Leningrad. Das eine Zimmer war etwas größer, das andere ganz klein und da lebte noch Juras Vater in dem größeren Zimmer und seine Frau Natalia Karlovna Schmidt. Und in dem ganz kleinen Zimmer, vielleicht 12 Quadratmeter, wenn ich mich nicht täusche, da lebte nicht, sondern arbeitete immer Jura. Und das war einerseits erstaunlich, vom Vater etwas Wichtiges über die 20er Jahre zu hören, also wirklich bewegende Sachen, weil man hörte plötzlich, da gab es Probleme. Wie konnte man Geld sammeln für die Polit-Häftlinge? Wie konnte man dieses Geld an die Menschen in der Verbannung oder in die Lager kommen lassen? Welche Ideologie herrschte? Wie stand man mit den Genossen in der Emigration in Verbindung? Und Juras Vater, Mark Rachmelewitsch, hat viel darüber erzählt, der Ende 29, Anfang 30 zum ersten Mal verhaftet wurde. Und er hatte dann mal ein Jahr, als er im sogenannten Minus lebte, also er durfte, nachdem er wieder mal in der Verbannung war, in die Hauptstädte zurückzukehren. In Saratow durfte er wohnen und leben. Und Juras Mutter durfte nach der Verbannung nach Leningrad zurückkehren, wo Jura geboren wurde, im Mai 1937, am 12. Mai. Und am 31. Mai sind alle ehemaligen Sozialrevolutionäre und Sozialdemokraten verhaftet worden, die in Saratow in diesem Minus lebten. Sein Vater hatte noch erfahren, dass sein Sohn geboren wurde. Er hatte ein Telegramm erhalten und das war die vierte Verhaftung. Er ist 1909 geboren worden und 1937 wurde er zum vierten Mal verhaftet. Er hatte Glück. Er hatte unvorstellbares Glück, weil wenn man ihn nicht Ende Mai, sondern 3 Monate später verhaftet hätte, dann hätte man ihn hundertprozentig getötet, weil der Massenterror setzte im August ein. Er hatte Glück
und er wurde in Abwesenheit zur Lagerhaft verurteilt und im Lager, und er hatte ein erstaunliches Lagerschicksal, weil er dort Ende 41 wieder verhaftet wurde und zum Tode verurteilt, wegen Agitation und Propaganda und ohne Gnadengesuch und so weiter. Ich habe das alles überprüft, ich habe die Dokumente, wurde die Strafe umgewandelt in eine langjährige Freiheitsstrafe, und er blieb im Lager, weil, das war seltsam, weil die Leute von 1937, die bekamen 10 Jahre, wurden 47 entlassen, ein Jahr später wieder verhaftet, und Juras Vater wurde nicht entlassen. Er hatte 42 ein neues Urteil bekommen, und erst 51 ist er wieder verurteilt worden und bekam nochmal 10 Jahre, wieder wegen Agitation und Propaganda. Wie gesagt, Agitation und Propaganda, diese Ideen, die man damals antisowjetisch nannte, und das waren sozialdemokratische Ideen. Er war ein echter Sozialdemokrat der 20er Jahre. Da gab es eine solche Generation. 1955 im Oktober ist er freigekommen, und er wurde nicht etwa begnadigt, oder weil Khrushchev an der Macht war oder seine Strafe abgesessen war. Es gab damals eine Amnestie für Invaliden, und er war bereits Invalide der zweiten Gruppe, und so ist er freigekommen. Das war 1955, und Jura, der nichts wusste über seinen Vater, die Mutter hat ihm darüber nie etwas erzählt. So nach dem Motto, ja, es gab ihn mal und es gibt ihn jetzt nicht mehr. Er ist weg. Er erfuhr, dass es seinen Vater gibt 1955, aber nachdem er sich bereits in der Universität eingeschrieben hatte, 1955, fing er an, Jura in Leningrad zu studieren. Er war der Ansicht, sein Vater sei irgendwann gestorben, und die Mutter erzählt nichts, halt eine komplizierte Geschichte, keine Fragen, keine Antworten, und im Oktober wurde sein Vater freigelassen. Nicht rehabilitiert, nein, nein, man hat ihn einfach rausgelassen, und er blieb dort im Norden, hat dort gearbeitet. Im Oktober kam ein Brief, und Jura im ersten Studienjahr, er hat das auch Marie-Louise erzählt, wenn ich mich nicht täusche, er hat zum ersten und letzten Mal im Leben einen Fremdenbrief geöffnet, weil das war eine sogenannte Kommunalwohnung, und die Nachbarn haben die Briefe aus dem Postkasten genommen. Der Brief war an die Mutter adressiert, an die Anschrift von 1937, und Jura quälte sich dann die ganze Zeit. Er hat sich immer gequält, wieso eigentlich 18,5 Jahre, kein einziger Brief, kein Lebenszeichen, kein gar nichts. Und er hat das auf die verschiedenste Art und Weise versucht zu interpretieren. Und sein Vater wusste nicht, ob er rauskommt oder ob er überlebt. Nein, er war eigentlich der Überzeugung, dass er nicht überleben wird, und wollte seine Frau und sein Kind nicht belasten. Aber kaum, dass er frei war, hat er sofort geschrieben, und Jura hat diesen Brief geöffnet und erfahren, dass er einen Vater hat, dass der Vater lebt, dass er dort irgendwo an der Pechora lebt, bei Vorkuta, und dass der Vater die Mutter fragt. Ich weiß nicht, was er gefragt hat. Mit Lena, mit Juras Frau, wir haben diesen Brief gesucht. Wir haben dann viele Briefe des Vaters gefunden, einen großen Stapel aus späterer Zeit. Aber den ersten Brief haben wir nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo er liegt, dieser Brief. Und dieser junge Mann, den ich da kennenlernte, ich sah ihn bereits
als gestandenen Anwalt in dem Einzimmer ein recht harter Mensch, sein Vater, und ein recht weicher Mensch, seine Mutter. Und in dem anderen Zimmer sitzt Jura und arbeitet, bereitet sich vor auf irgendwelche Gerichtsverfahren. Und da durfte man ihn auch nicht besuchen, wenn er morgen oder übermorgen ein Gerichtsverfahren hatte. Sein Vater wurde zu einem unserer Lehrer, Jura wurde zu unserem Freund, und es stellte sich heraus, dass wir viele gemeinsame Bekannte haben. Und jetzt noch zwei Worte über den jungen Anwalt Schmidt. Die sowjetische Anwaltschaft hatte zwei Arten von Verfahren. Also wenn der Mandant sich an einen Anwalt gewendet hat, einen Vertrag geschlossen hat, da bekam der Anwalt auch mal ein Honorar. Und es gab dann eben die Pflichtanwälte für Menschen, die keine Anwälte hatten. Und die Anwälte waren verpflichtet, eine bestimmte Anzahl solcher Verfahren abzuarbeiten, und alle versuchten irgendwie immer die kleineren Delikte zu bekommen, Rauditum oder Diebstahl. Und Juri Schmidt, als ich ihn kennenlernte, das war ein Mann, der nur als Pflichtanwalt gearbeitet hat, und er nahm sich immer der kompliziertesten Verfahren an. Und zwar Mordsachen. Und es gibt da eine wirklich erstaunliche Geschichte über diese frühen Verfahren von Juri Schmidt. Zum Beispiel, als man eine 20-jährige Frau, eine Friseuse, angeklagt hat, dass sie ihre Tochter, die ein Jahr alt gewesen ist, ermordet habe. Sie hat das gestanden. Und alles ist bereit zur Gerichtsverhandlung. Und nur dann wurde der Anwalt als Pflichtverteidiger hinzugezogen. Und Jura spürte, da läuft etwas nicht so, wie es soll. Und wie gesagt, da war die Zeugenaussage, beziehungsweise ihre Aussage, ihr Geständnis mit in den Gerichtsakten. Und Jura hat geschafft, dass die Frau freigesprochen wurde, weil er hat die Wahrheit herausgefunden. Und ich kann mich an 5 oder sogar 7 solche erstaunlichen Verfahren erinnern. Da hat er sein Rüstzeug gelernt. Und schon an der Schwelle zum Ruhm in den 70er Jahren war er bereits ein berühmter und bekannter Anwalt und Verteidiger. Und dann wurde er einfach zu unserem Anwalt. Er konnte die Menschen nicht in politischen Prozessen direkt verteidigen, aber er hat unendlich den Menschen geholfen. Also wenn jemand zu einem Verhör bestellt wird, zu einem Verhör durch den KGB. Wie soll man das machen? Welche Fragen werden gestellt? Was sagt man? Schmidt wurde von solchen Leuten gefunden und sagte ihnen, wie das läuft. Oder wenn jemand emigrieren wollte. Und da gab es viele bürokratische Hindernisse. Und da hat Jura geholfen. Und Dutzende und aber Dutzende solcher Dinge. Er war ein stiller Berater, der einzige damals in Leningrad, und das war seine wichtigste Bedeutung für uns Mitte der 70er, weil wir rechtlich alle nicht besonders gebildet waren, also in Jura, er aber ja, und so entstand allmählich sein Ruhm. Also dieses Gefühl, wie soll ich es Ihnen sagen, der absoluten Hingabe an seinen Beruf und der Wunsch, seines Vaters würdig zu sein, damit sein Vater hat ihm nie etwas gesagt, aber das war eine Sache zwischen den beiden. Ein erstaunlich kulturvoller Workaholic, wirklich ein Anwalt mit jeder Faser seines Leibes. Und wir hatten Glück, dass wir ihn kennengelernt haben, dass wir ihn überhaupt hatten. Applaus
Vielen Dank, Arsenio. Auf die Geschichte zurück. Ich würde gerne als nächstes Marie-Louise bitten, etwas zu sagen zu den Motiven für dieses Büchlein und ja, zu den Einsichten, die du daraus gezogen hast. Als Juri Schmidt den Petra-Kelly-Preis bekam, war das noch nicht in diesem Haus, sondern auf der Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung. Viele von Ihnen mögen dieses Ambiente noch kennen und erinnern. Und er war vorgeschlagen worden von denen, die das Moskau und St. Petersburg und diese Geschichte, über die Arseni eben erzählt hat, gut kannten. Arseni hat die Laudatio gehalten, wenn ich es richtig erinnere. Und Juri Schmidt hat schon an diesem Tag darüber gesprochen, dass er ein großes und sehr symbolträchtiges Verfahren als Anwalt begleitet, nämlich den damals noch ersten Prozess gegen Michail Chodorkowski und Platon Lebedev. Nun war das so, dass hier im Westen, wenn man mal uns als Menschenrechtsszene nimmt, zunächst mal unser Herz für Oligarchen nicht wirklich so sehr hochgeschlagen hat, weil es ja doch ein Gutteil auch Antikapitalismus in unseren eigenen Reihen gibt und dass Kapitalisten irgendwo, dass es die irgendwo mal erwischt, das hat dann ja vielleicht doch in den meisten Fällen irgendwo seinen Grund. Also das Engagement für den Namenlosen, den gequälten und vor allen Dingen armen Häftlingen, das geht uns besser von der Hand als das Engagement für Prominenz. Und das hat zunächst einmal den Blick bei uns auf das Verfahren gegen Michail Chodorkowski und Platon Lebedev und ja viele andere, wie wir später dann noch gelernt haben, hat diesen Blick etwas verstellt und so eine Enteignung von einem riesigen Vermögen, das ist für jemanden, der es mit dem Kapitalismus auch nicht so hat, auch keine Dinge, die uns schlaflose Nächte machen würde. Das war in etwa der Hintergrund und ich nehme mich da nicht aus, mit der Vibrationsboden, du schon, Milan, du hast auch eine andere Geschichte, du kamst aus Prag und diese Flausen, die hier wir als Linksalternative so zum Teil im Kopf haben, die waren dir durch die Erfahrungen in Prag 1968 gründlich ausgetrieben worden. Dieser Auftritt von Juri Schmidt wurde dann tatsächlich zu einem Schlüsselerlebnis. Es gibt ja immer zwei Dinge in einer Begegnung mit einem Menschen. Das eine ist, was er spricht und das andere ist, was er ausstrahlt. Und dieser Begriff des Ausstrahlens in der deutschen Sprache, ich weiß nicht, ob es das in Russisch auch gibt, sagt ja sehr viel. Es gehen Strahlen von einem Menschen aus. Es geht etwas aus jenseits vom Wort. Und ich glaube, das war das eigentliche Erlebnis, dass dieser Auftritt von Juri Schmidt so geprägt war von Ernsthaftigkeit, von Würde und von Wahrheit, dass diese Vorbehalte, die es gab, ob man da wirklich in diese Oligarchengeschichte seine Finger reinkriegen sollte, wie weggewischt waren. Wir haben kurz danach oder vielleicht dann auch schon in Moskau, ich weiß es nicht, zum ersten Mal mit Juri zusammengesessen und da wurde ganz klar, es ging ihm um das Recht. Wirklich um das Recht. Und die Grundlage für ihn war, dass auch in einem Russland,
sei es früher die Sowjetunion oder sei es nun das neue Russland, die Russische Föderation, dass das Recht die Grundlage der gesellschaftlichen Beziehungen und auch des Einzelnen gegenüber dem Staat und des Staates gegenüber dem Einzelnen sein müsse. Das Recht war wirklich das Zentrum seines Denkens und seines Handelns. Die erste Begegnung und das erste Gespräch, was wir dann hatten, da ging es um Chita. Denn schon mit der Inhaftierung von Michail Chodorkowski in Chita war das Recht verletzt worden. Nicht nur mit dem Prozess, sondern auch mit der Inhaftierung. Ein russisches Strafgesetzbuch oder eine Strafprozessordnung, die vorgibt, es gibt zwei Haftorte, entweder in der Nähe des Wohnortes oder in der Nähe des Firmensitzes. Beides traf nicht zu, sondern Michail Chodorkowski saß in Chita. Und schon diese vielleicht Kleinigkeit war eben keine Kleinigkeit, sondern war für ihn eine große Sache, weil sie zeigte, mit welcher Schamlosigkeit und Dreistigkeit Recht verletzt wurde. Es spielte keine Rolle. In diesem Gespräch wurden auch bereits die ersten Warnzeichen deutlich, dass nicht etwa mit dem ersten Prozess die ganze Frage JUKOS, was macht der Kreml mit JUKOS, was hat er vor, wie will er weiter vorgehen, es zeichnete sich bereits ab, dass es hier einen Missbrauch des Rechts vermutlich weitergeben würde. Auch das wieder war nur eine Kleinigkeit, die vielleicht nur Insider verstehen. Ich musste so etwas auch lernen. Nämlich die Bestrafung von Michail Chodorkowski in Chita, weil er 8:55 Tee getrunken hatte. Dass die Zeit, wo das Tee trinken dann nicht mehr erlaubt ist, war 21 Uhr. Und dieses kleine Signal war überaus bedeutend, weil es dieses Signal aussandte, und Juri Schmidt hat uns das übersetzt, uns Westler, die sowas überhaupt nicht interpretieren können, hat uns übersetzt, hier werden bereits die kleinen Listen zusammengestellt, die dafür sorgen werden, dass das, was wieder das Recht vorschreiben würde, nämlich eine Entlassung nach einem Teil der Abbüßung der Haftzeit, nicht stattfinden würde. Sodass wir sehr früh darauf vorbereitet waren, dass es einen langen Kampf geben würde, dass er nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln ausgetragen würde, sondern dass in diesem Prozess die Politik ihre Hände ganz stark im Spiel hatte. Und seit diesem ersten Treffen haben wir dann eigentlich fast eine Standleitung gehabt, einen ständigen Kontakt mit dem Büro von Juri Schmidt, auch mit Kluftgand, auch mit Anton Drell, mit Mascha Logan, dem ganzen Netzwerk, das sich bildete. Und es zog mit Chita schon herauf die Vorbereitung eines zweiten Prozesses. Und damit war endgültig klar, dass hier Politik am Zuge war, dass es um die Zerstörung von JUKOS ging, die war ja inzwischen auch erfolgt, sondern dass es auch darum ging, dass ein Michail Chodorkowski und ein Platon Lebedev und andere, die sich dem Kreml entgegenstellten, nicht die Freiheit wieder erblicken sollten, sondern dass sie offensichtlich als politisch so gefährlich eingeschätzt wurden, dass der Missbrauch des Rechtes immer weiter fortgetrieben wurde, um eben diese Abschottung herbeizuführen.
In den vielen Jahren, die dann gefolgt sind, habe ich vor allen Dingen die zunehmende Verzweiflung von Juri Schmidt kennengelernt. Er war wirklich so tief getroffen und so verzweifelt, dass die Hoffnung, die sich mit 1990 verbunden hatte, nämlich endlich ein Schritt in ein rechtsstaatliches Russland, wo diese marginalisierte Rolle des Anwalts, wo diese Grundsatzidee, dass es eine Unschuldsvermutung gibt und dass sich auf in einem Gericht beide Seiten treffen, um an die Wahrheit zu finden. Der eine mit seinem Anwalt, auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft und der Richter in der Mitte, der wirklich die Wahrheit herausfinden soll, dass das endlich zum Zuge kommen würde. Und er hatte ja die Erfahrung gemacht eines großen Sieges, nämlich in den 90er Jahren, dass die vorher geübte Praxis, dass der Angeklagte sich seinen Anwalt nicht aussuchen durfte, sondern der zugeteilt wurde, dass das vor dem Verfassungsgericht als nicht rechtmäßig erklärt wurde und er damit zum Anwalt von Nikitin werden konnte und es sogar einen Freispruch für Nikitin gab. Das war sein erster großer Erfolg. Der war eben in den 90er Jahren noch möglich und ich glaube, das muss man hier auch in Deutschland sehr, sehr deutlich sagen, das Narrativ, man kann auch sagen die Propaganda, dass diese 90er Jahre nur das Chaos waren und dass zum Glück 2000 eine neue Administration kam, die mit diesem Chaos begann aufzuräumen, das ist so einfach nicht die Wahrheit. Es gab Chaos, aber es gab eben doch auch Schritte in diese Rechtsstaatlichkeit. Das fast physische Leiden von Juri Schmidt war einfach sichtbar und wurde von Jahr zu Jahr später immer deutlicher, nicht nur durch seine Erkrankung. Das war einmal das Leiden an diesem Zurückgeworfenwerden und an der Enttäuschung über die Hoffnung. Und dann, das sage ich vielleicht zum Schluss noch, das haben wir dann wirklich erst gelernt, als er schon ganz schwer gezeichnet war von seiner Krankheit und eigentlich klar war, er klammerte sich so an den Gedanken, ich halte noch durch, weil sein tiefer, tiefer Wunsch war, Michael Chodorkowski noch in Freiheit zu sehen. Und das hatte auch eine ganz tiefe, persönliche Geschichte seines eigenen Lebens. Während wir diese Tage dort zusammengesessen haben und im Gespräch nochmal sein Leben durchgegangen sind, hat er gesagt, ich bin eigentlich ein ganz großer Chaot, ich habe überhaupt nichts aufgenommen, ich habe gar keine Zeit, um zu archivieren, deswegen fehlt auch dieser Brief. Aber er hatte ein Foto und er kam mit diesem Foto und sagte, schauen Sie sich das an, sehen Sie das? Das ist mein Vater. Und das ist doch auch Michael Chodorkowski. Und es gab eine ganz tiefe, enge Verbindung. Es gab den Vater und den Sohn, mit dem er noch einmal verbunden war in diesem Prozess. Und deswegen war es nicht nur der Anwalt Juri Schmidt, sondern es war auch ein Juri Schmidt, der mit dieser russischen Geschichte des Stalinismus und des Totalitarismus bis in seinen Körper hinein verbunden war, gezeugt im Gulag und mit Michael nochmal jemanden gefunden hatte, der diese ganze Geschichte in sich barg und eben eine ganz tiefe Seelenverwandtschaft. Ich glaube, anders kann man das nicht bezeichnen. Vielen Dank. Michael Chodorkowski, Marie-Louise hat ja jetzt schon berichtet, was man auch in einem Interview
nachlesen und nachspüren kann, dass für Juri Schmidt die Übernahme ihrer Verteidigung nicht nur eine professionelle Angelegenheit war, sondern gleichzeitig eine zutiefst emotionale und eine zutiefst politische. Juri Schmidt schreibt irgendwo oder sagt irgendwo, dass ihre Verhaftung 2003 eine Zäsur war, ein Wendepunkt in der post-sowjetischen Geschichte Russlands, aus einer Zeit einer tastenden Demokratisierung mit vielen Rückschlägen und Krisen, in einen Rückfall in politischen Autoritarismus. Er verwendet sogar den Begriff Totalitarismus. Insofern bündelte sich da für Juri Schmidt sehr viel in diesem Verfahren und wir würden gerne von Ihnen erfahren, was Juri Schmidt für Sie bedeutet hat, wie Sie ihn kennengelernt haben und welche Erinnerungen Sie mit ihm verbinden. Ich möchte an erster Stelle danken für die Möglichkeit, hier einiges sagen zu können. Ich war einer von den vielen Menschen, die Juri Schmidt in seinem langen Leben verteidigt hat. Juri Markowitsch Schmidt habe ich praktisch vor 10 Jahren kennengelernt. Und diese gesamten 10 Jahre über, ich glaube, das kann man auch so sagen, haben wir zusammengearbeitet. Als wir uns kennengelernt haben, hat er mir gleich gesagt, Sie verstehen sicher, dass eine Entscheidung in Bezug auf Sie bereits gefallen ist und kein Anwalt wird Ihnen da helfen können. Und ich habe gesagt, ja, das ist mir alles klar. Und meine Aufgabe im Prozess, im Verfahren und meines Freundes Platon Lebedev besteht darin, um der Gesellschaft zu zeigen, dass wir es hier eigentlich mit einer fehlenden Justiz zu tun haben. Oder des Gebrauchs der Justiz zu politischen Zwecken. Und Juri Markowitsch hatte gesagt, dass er mir bei dieser Aufgabe durchaus helfen kann. Und das hat auch so geklappt. Obwohl, das war von Anfang an nicht einfach, warum Marie-Louise hat es bereits ausgeführt. Aber reiche Leute mag man nirgendwo in Russland, mag man sie ganz besonders nicht. Und zu glauben, dass die Verfolgung von reichen Menschen aus anderen Gründen möglich ist als die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Wie gesagt, das war nur sehr schwer zu glauben und zu vermitteln. Für mich war außerordentlich wichtig, dass Juri Markowitsch geglaubt hat. Er hat mir geglaubt. Er hat der Darlegung der Ereignisse Glauben geschenkt, die Platon und ich ihm gegeben haben. Im Gefängnis. Für Menschen, die ins Gefängnis kommen, zu Recht ins Gefängnis kommen, gibt es so eine günstige oder gute psychologische Möglichkeit. Die Leute wissen, ja, ich bin rechtens eingesperrt, ich kann meine Schuld eingestehen, bereuen, um Nachsicht bitten oder auf
anderer Art und Weise seine eigenen Handlungen interpretieren und diesem Menschen wird Glauben geschenkt. Jemand sagt, ja, ich bin schuldig, man glaubt ihm, er befindet sich in einer normalen psychologischen Situation, aber wenn jemand seine Schuld nicht eingesteht, bedeutet das in Russland, dass ihm erstens niemand glaubt, zweitens, das garantiert hundertprozentig, dass er eine höhere Strafe bekommt. Das betrifft jetzt nicht nur unser Verfahren, sondern jedes Verfahren. Und es ist auch garantiert, dass er diese Haftstrafe auch bekommt, dass jemand freigesprochen wird. Diese Möglichkeit existiert gar nicht. Wir haben uns mit den Anwälten ausgetauscht, mit Juri Markovic. Die Anwälte in Russland stehen vor einem sehr schwierigen Dilemma. Sie sehen, dass ihr Mandant nicht schuldig ist. Und sie verstehen das auch. Und das Gesetz und das Gewissen verlangen, dass man diesem Menschen hilft, seine Unschuld zu beweisen. Aber als erfahrene Profis verstehen die Anwälte, dass das nichts bringt. Die Anzahl von Freisprüchen in den russischen Bundesgerichten mit staatsanwaltlicher Beteiligung, das ist 0,1%. Und das sind in der Regel auch Sachen, die damit verbunden sind, oder dass ein Beamter oder ein Polizist plötzlich vor Gericht steht. Und der Anwalt ist gezwungen, seinem Mandanten zu sagen, was möchtest du? Willst du lange sitzen, ohne deine Schuld eingestanden zu haben, oder kürzer sitzen oder vielleicht sogar auf Bewährung freizukommen, wenn du deine Schuld eingestehst. Das ist ein kompliziertes psychologisches Problem. Und für mich war ausgesprochen wichtig, dass Juri Markovic mir Glauben geschenkt hat. Und zum letzten Mal habe ich Juri Markovic vor ungefähr einen Monat vor seinem Tod getroffen. Er kam in die Kolonie, er hatte wie immer zu tun. Er hat sich professionell mit mir ausgetauscht und hat zuletzt noch gesagt, es ist durchaus denkbar, dass wir uns heute zum letzten Mal gesehen haben. Ich wollte mir das überhaupt nicht bewusst machen. Ich wusste auch nicht, wie es um seinen Gesundheitszustand wirklich bestellt war, wie krank er wirklich war. Aber aus meiner Sicht, das war nicht nur einfacher Professionalismus, das war wirklich menschlicher Mut, der darin bestand, seine Pflicht bis zum letzten Atemzug zu tun. Leider muss man sagen, dass gegenwärtig in Russland nur sehr wenig und ehrlich gesagt vielleicht überhaupt keine Verteidiger gibt, die in sich wirklich maximale Professionalität mit gesellschaftliche Achtung den Menschen gegenüber vereint. Und dann auch noch die Bereitschaft zu verteidigen, Menschen zu verteidigen, die seitens der Macht unter Druck gesetzt werden. Es gibt viele Profis, hochqualifizierte Menschen, die allerdings politischen Prozessen immer aus dem Weg gehen werden oder zumindest politischen Prozessen, wo man den Nachweis führen muss, dass es sich um ein politisches Verfahren, einen politischen Prozess handelt. Weil
Und dann hat man Probleme mit dem Gericht, mit der Staatsanwaltschaft und letztendlich dann auch die Möglichkeit, in Zukunft sein Geld zu verdienen. Kurzum gesagt, Menschen wie Juri Markowitsch, die sich hundertprozentig einbringen, die den Menschen und ihrem Beruf dienen, im besten Sinne dieses Wortes. Davon gibt es nur sehr wenige. Es gibt junge Anwälte, dann auch schon welche so im Mittelalter, aber die besitzen noch nicht diese Autorität, diesen Ruf, der es ihnen ermöglichen würde, so zu handeln, dass die Gesellschaft ihre Worte nicht unbedingt als Wahrheit in letzter Instanz wahrnimmt, aber zumindest als etwas, das man nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Das ist für uns ein großes Problem, auch deshalb, weil Menschen, die unter einem unrechten Verfahren stehen oder die wegen unrechter Anklage im Gefängnis gelandet sind. Und ich würde sogar sagen, vielleicht nur eine Minderheit von diesen Menschen, die da im Gefängnis sind, sind klassische Polithäftlinge, also Menschen, die wegen ihrer politischen Überzeugungen eingesperrt wurden. Solche klassische Polithäftlinge gibt es vielleicht nur einige Dutzend, vielleicht sogar noch weniger. In unserem Land herrscht eine Art merkantiler Geist. Sehr, sehr viele Menschen, die, sagen wir mal, ungerechtfertigterweise im Gefängnis sitzen, sitzen dort, weil plötzlich jemand die Idee hatte, ihnen das wegzunehmen, was sie hatten. Und diese Menschen haben häufig gar keine persönlichen politischen Überzeugungen oder wollen dafür nicht eintreten. Man hat ihnen gesagt, gib mir, was du hast, und die haben gesagt, nein. Und sitzen dafür ein. Und auch als ich jetzt in Karelien im Lager war, habe ich solche Menschen kennengelernt, einige. Denen geht es nicht besonders gut, die haben es nicht einfach. Auch zum Beispiel deswegen weil ein normaler Verurteilter, also ein normaler Krimineller, der kann auf Bewährung rauskommen. Oder man mildert sein Haftregime, kann mehr Besuch empfangen, kann mehr Päckchen bekommen von seinen Anverwandten. Aber die Menschen, die nicht nur wegen Politik sitzen, sondern weil man ihr Vermögen weggenommen hat. Da passiert sowas nicht. Oder passiert viel, viel seltener, weil es in der Regel draußen in der Freiheit Menschen gibt, die die Begünstigten sind. Die begünstigt dadurch, dass die Menschen sitzen und die sind nicht daran interessiert, dass die auch nur einen Tag eher rauskommen. Und solche Menschen, meine ich, die eingesperrt wurden, weil man ihnen ihr Vermögen weggenommen hat, sind nun mal keine Polithäftlinge im klassischen Wortsinn, benötigen aber auch gesellschaftlichen Schutzes, weil sie haben keine Aussicht auf anderen Schutz oder Verteidigung. Und wenn man einem Menschen sein Hab und Gut wegnimmt, sein Vermögen, sein Eigentum, und er nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, so führt das letztendlich dazu, dass das Land ein Räuberhort wird. Und es ist wichtig zu
greifen, dass die Möglichkeit, sein Vermögen zu schützen, die Grundlage ist, auf der die moderne demokratische Gesellschaft fußt. Ich weiß noch, als ich in eine der Städte bekomme, wo mein Unternehmen eben der wichtigste Betrieb war, traf ich auf folgende Praxis. Wenn ein Mitarbeiter Probleme mit dem Management hatte, der wurde nicht nur einfach gefeuert. Man verlor auch den Kindergartenplatz, weil der Kindergarten auch über das Unternehmen finanziert wurde. Seine Frau verlor ihren Job, weil alle Arbeit wurde letztendlich durch das Unternehmen gegeben. Das war der alleinige Arbeitgeber und in der Regel verlor man auch seine Wohnung, weil die Wohnung auch dem Unternehmen gehörte oder vom Unternehmen finanziert wurde. Also wer gefeuert wurde, stand vor dem Nichts. Und das war ja so eine Form der modernen Sklaverei. Auf Erlass von Präsident Jelzin wurde eine Operation durchgeführt. Also die Unternehmen haben diese, sagen wir mal, nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte den Kommunen zu übertragen. Wir haben das auch gemacht. Und die Sklaverei, die wurde nicht ausgerottet, dadurch aber erheblich eingeschränkt. Weil es ist unangenehm, sehr unangenehm zu sehen, wie sie wiederkommt. Vielleicht auch in anderer Form, aber wiederkommt. Und ich möchte sagen, Juri Markowitsch gehörte zu den wenigen, die dem entgegengewirkt haben, die was dagegen getan haben. Und ich hoffe wirklich, dass wenn wir jetzt Juri Markowitschs gedenken, wir auch bei der Jugend, die jetzt ihren Weg sucht und wählt, ein Interesse dafür wecken, diesen Weg zu wählen, um in Russland endlich einen Rechtsstaat aufzubauen. Herzlichen Dank. Es ist jetzt schon angeklungen, dass die Zerschlagung von Jukos und die Übereignung seiner Aktiva in letztlich die Hände von einem neuen russischen Staatskonzern kein Einzelfall ist. Es ist vielleicht der spektakulärste Fall. Es ist der größte, was das Volumen angeht, aber beileibe eben keine Ausnahme. Es gibt in Russland eine Organisation zum Schutz von Klein- und Mittelunternehmen, Business Solidarität. Und die hat Zahlen veröffentlicht, dass in den letzten 10 Jahren jeder 6. russische Unternehmer strafrechtlich verfolgt wurde. Und der Hintergrund war eben oft genau diese Enteignung und Übertragung des Eigentums in die Hände der Nomenklatura, der neuen Nomenklatura. Ich würde gerne Arseni fragen, wie bewertest du diese Rolle von Unternehmertum und die Willkür gegenüber Privatunternehmertum in Russland? Was hat das für Implikationen für die gesellschaftliche und politische Entwicklung im Land? Etwas anderes habe ich von der jetzigen Regierung gar nicht erwartet. Wir leben in der Geschichte. Ja? Die 20er, 30er Jahre, die sind ja gerade erst gewesen. Das war gestern, das war ja gerade eben erst. Und damals hat man ja auch alles bei den Leuten weggenommen. Schon mal 1918, dann das zweite Mal 1928, 1929.
dann hat man viele Millionen Menschen nochmal in 29 und 30 praktisch das Eigentum weggenommen. Dann auf den neuen Gebieten wurde ja wieder das Gleiche gemacht. Das ist so eine starke Tradition der Enteignung. Ja? Und die ist nach wie vor da. Das ist ein Reflex, dieser staatliche Reflex. Der Staat lebt ja im Wesentlichen nach wie vor nach alten Reflexen. Warum? Das ist ein gesondertes Gespräch, aber die Reflexe sind da. Und das ist natürlich monströs und das ist gefährlich. Und das hindert natürlich, das alles aufzubauen, von dem Michail Borisowitsch gerade gesprochen hat. Wenn wir einen Rechtsstaat sprechen, diesen aufzubauen, das ist natürlich sehr störend. Aber ich möchte vielleicht noch etwas sagen. Michail Borisowitsch hat es gerade angesprochen auch. Juri Markowitsch hat geglaubt, und das ist übrigens auch sehr interessant und sehr wichtig. Ich will gerne noch mal zurückkommen zu den 70er Jahren, als er in diesem Glauben erstarkte. Anfang der 70er Jahren hatte die KGB große Taktikänderungen. Ja, 50er, 60er Jahre, da war es so, dass ein Mensch nach der Verhaftung, also ein Mensch, der tatsächlich etwas getan hatte, der politisch beschuldigt wurde, egal wie dieser Mensch sich verhalten hat, sein Urteil hing davon nicht ab. Er konnte 100-mal bereuen und er hätte trotzdem die Maximalfrist bekommen. Er hätte 1000-mal andere Menschen anzeigen können und er hätte trotzdem Maximum bekommen an Strafe. So in den 70er Jahren, als wir dann diese schon reife Andropowsche KGB hatten, gab es eine Periode, wo die KGB angefangen hat, ihre Versprechen umzusetzen. Diese stillen Verbrechen. Also ein Mensch wird verhaftet. Gut, der Mann ist unschuldig, offensichtlich unschuldig. Aber wenn er seine Schuld anerkennt, dann kriegt er ein Jahr weniger. Ja, ungefähr. Die Anerkennung der Schuld ist schon ein Jahr weniger. Wenn er seine Schuld anerkennt und bereut, dann kriegt er noch ein Jahr weniger. Wenn er seine Schuld anerkennt, bereut und bereit ist, das öffentlich zu tun, in der Zeitung zum Beispiel, sodass man das auch verwenden kann als Material, kriegt er noch ein Jahr weniger. Und wenn er dann auch noch andere Menschen anzeigt oder gegen sie aussagt, ja, dann würden die 7 Jahre plus 5 Jahre Verbannung, das ist das Maximale nach Artikel 70 für politische Häftlinge, würde dann auf Bewährung ausgesetzt. Ja? Und dieses Versprechen wurde immer wieder umgesetzt, dieses Versprechen der KGB. Das heißt, die Leute wurden auch ein bisschen geschult, sich so zu verhalten. Ja? Aber wer hat denn diese ganzen Regeln den Inhaftierten nahegebracht? Wer hat denn mit ihnen verhandelt? Es gab ja viele, die gesagt haben, ich bin Dissident. Gerade die Anwälte hatten die Rolle des Mittlers. Die Anwälte haben, um sich als Anwalt auch zu rechtfertigen, um zu sagen, ich will ja für meinen Mandanten die Frist verkürzen, die haben also die Angeklagten überredet, dieses, jenes und Drittes zu tun und haben noch gesagt, bitteschön, Sie schaden doch damit niemand. Gut, Ihr eigenes Ansehen in einem geringen Kreis von Leuten wird vielleicht schlechter, aber was ist denn schon das Ansehen unter wenigen Menschen angesichts einer langen Haftstrafe? Ja? Und somit, das war Anfang der 70er Jahre, so richtig jetzt der neue Weg. Und da hat sich auch die beratende Tätigkeit von Schmidt als Anwalt entfaltet. Er hat das so schmerzlich aufgenommen, so, dass er sogar über seine Tradition hinausgetreten ist und angefangen hat, Artikel über die Ethik von Anwälten zu schreiben. Letztendlich ist der Anwalt doch der einzige Mann, dem man, wenn man im Gefängnis sitzt, sich anvertrauen kann. Ja? Du kriegst einen Anwalt zur Verfügung gestellt, deine Bekannten schicken ihn vielleicht und der Anwalt verhält sich schoflich. Ja? Und Herr Schmidt hat eben immer wieder diese hohe Latte angesetzt, die Latte der Unschuld. Er hat versucht, Professionalität und zivilbürgerliche Pflicht zu kombinieren und er ist somit herausgegangen aus diesen engen Pfad der Pflichten, ja,
wenn ich Anwalt bin, kann ich öffentlich auftreten, da kann ich Pressekonferenzen geben, da kann ich die öffentliche Meinung für meine Seite gewinnen und so weiter. Das ist damals in ihn herangereift, bereits in den 70er Jahren. Und Gott sei Dank hat er das dann auch umgesetzt. Mehr noch, gerade in diesem letzten Prozess, als er die Person verteidigt hat, die jetzt hier mit im Podium sitzt. Die höchste Errungenschaft von Schmidt als Anwalt ist vielleicht das. Und das hat er sein ganzes Leben lang weiterentwickelt und weitergestaltet. Die ganze Reihe Expertinnen und Experten hier im Publikum. Ist auch ein bisschen was von einem Familientreffen derjenigen, die sich seit vielen Jahren mit Russland befassen, und zwar aus einer Haltung von Solidarität und Empathie. Das ist nämlich die Grundlage dann von Kritik. Ich würde gerne fragen, Professor Luchterhand, Sie sind einer der Rechtsgelehrten, die sich sehr intensiv mit den Prozessen gegen Chodorkowski beschäftigt haben, ob Sie gerne dazu aus Ihrer Sicht noch ein paar Worte sagen wollen. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Liebe Frau Beck, ich bin nicht völlig unvorbereitet, wie ich diese Frage aufgenommen habe. Liebe Frau Beck, Glubokko Vajajmi, Gaspada. Sehr geehrte Frau Beck, Herr Roginski, Herr Chodorkowski. Schmidt. Und wenn von ihm vor allen Dingen die Rede ist, dann gestatten Sie mir, dass ich auch kurz mich in meine Erinnerung vertiefe an ihn. Und zwar habe ich ihn kennengelernt 1990, Ende Juni, in Moskau auf einem unikalen Ereignis, muss man rückblickend sagen, aber auch schon damals war es uns allen klar, nämlich der ersten zivilgesellschaftlichen Menschenrechtskonferenz, die in der Sowjetunion stattfand und die eine Art informeller Vorlauf war für die offiziell auf der KSZE in Wien vereinbarten Menschenrechtskonferenz in Moskau, terminiert für September 1991. Informell deswegen, um hier, ich erinnere vielleicht daran, dass Außenminister Shevardnadze diesen Vorschlag gemacht hatte, zur grenzenlosen Überraschung der westlichen Delegationen, eine Menschenrechtskonferenz in Moskau zu veranstalten. Und keiner glaubte so recht, dass so etwas gelingen könnte. Und um den Beweis zu erbringen, dass in Moskau eine Menschenrechtskonferenz stattfinden könnte, hat man 1990 im Juni, wie gesagt, unter der Ägide der International Helsinki Federation, die damals von Karl Schwarzenberg aus Wien geleitet wurde, dem späteren Staatssekretär von Václav Havel, diese Konferenz veranstaltet. Und auf dieser Konferenz, bei der ich zugegen war, eingeladen war, habe ich Juri Markowitsch Schmidt kennengelernt. Es war eine bizarre Konferenz, was die Zusammensetzung der Teilnehmer anbelangt, und zwar deswegen, weil es eine Mischung war aus direkten KGB-Leuten, aus inoffiziellen Mitarbeitern und Leuten, die absolut sozusagen Dissidenten bzw. Menschenrechtler und Leute waren, die für Rechtsstaatlichkeit standen. Und ich darf also sagen, schon damals hatte ich, glaube ich, die richtige Interpretation, dass Juri Markowitsch Schmidt mit seiner Anwesenheit für die Seriosität, für die Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit dieses Unternehmens aus der Perspektive der sowjetischen Führung stand. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, um die bizarre sozusagen personelle Konfiguration dieser Gesellschaft, die da zusammengekommen war, noch mal zu beleuchten, noch zusätzlich zu beleuchten. Ich stand mit Juri Markowitsch Schmidt und Wladimir Wolfowitsch Zhirinovsky zu dritt zusammen und wir diskutierten über Rechtsstaatlichkeit. Ich kannte ihn allerdings damals schon ziemlich lange. Und zwar deswegen, weil ich seit 1967, bald nach dem Sinjaski-Daniel-Prozess, ich war damals noch Student der Rechtswissenschaft und der Slawistik, mich aktiv beschäftigt habe mit dem Schutz der damals beginnenden Aktivisten der Rechtsschutzbewegung. Und von daher verfolgte ich sehr genau
die Prozesse in den 70er Jahren und seine Tätigkeit, die Tätigkeit von Juri Markowitsch Schmidt als Anwalt in diesen Prozessen. Und ich war tief beeindruckt. Und zwar tief beeindruckt von dem, was hier über ihn gesagt wurde. Dass er zu denjenigen gehörte, die in einer schwierigen Lage, die ist gerade noch mal von Arseni Raginski beschrieben worden, als Anwalt, hier tätig war in diesem Bereich. Dissidentenverteidigung oder Verteidigung von Leuten, die sozusagen im Geruch des Dissidententums standen. Und diese Leute, die Anwälte, standen natürlich auch in gewisser Weise mit einem Bein im Gefängnis oder sie waren jedenfalls vom Berufsverbot bedroht. Unbestechlichkeit, absolute Verpflichtung auf Wahrheitssuche und die Verteidigung, das ist wohl das Entscheidende, der eigenen Würde, der beruflichen wie der persönlichen Würde, als Jurist, als Anwalt, das war sozusagen das, was er, ist es so schön gesagt worden, nonverbal ausstrahlte und was seine Worte auch sagten. Ich bin ihm später noch in den 90er Jahren manchmal begegnet und habe ihn im Jahr 2008 zu der letzten von mir veranstalteten Konferenz vor meiner Emeritierung in Hamburg, eine Konferenz, eine internationale über Rechtskultur in Russland, Tradition und Wandel, eingeladen. Und er hat auch zugesagt. Aber er konnte aus Gesundheitsgründen an dieser Konferenz im Mai 2008 nicht teilnehmen. Er hat aber seinen Beitrag geschickt, den ich übersetzt habe und der auch in dem Sammelband dieser Tagung erschienen ist. Und dieser Beitrag ist etwas ganz Besonderes. Ich kenne die Broschüre hier der Böll-Stiftung nicht. Aber er hat in diesem Referat für Hamburg einen Abriss der Anwaltschaft, in der Sowjetunion, im post-sowjetischen Russland geliefert, das sozusagen tief gesättigt, durchtränkt ist von eigener Erfahrung, Erfahrung von Kollegen, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung seines Vaters. Und ich kann nur sagen, dieser Text, er ist ohne Fußnoten geschrieben, ist sozusagen ein Lebensbericht, ist eine Art Vermächtnis von Juri Markowitsch Schmidt. Ich habe leider nicht rechtzeitig vom Verlag noch einige Exemplare zugeschickt bekommen dieses Bandes, aber ich werde der Stiftung diesen Band zur Verfügung stellen in den nächsten Tagen. Meine Damen und Herren, ich habe mich, wie die meisten hier im Saal wissen, intensivst mit dem ganzen, sag mal so, Jukos-Komplex, mit dem Problem, mit den Prozessen Chodorkowski-Lebedev beschäftigt seit der Verhaftung von Pitschugin und von Lebedev im Sommer 2003. Insofern bin ich sozusagen genauso lange vor dem Hintergrund aber meiner Menschenrechtstätigkeit für Russland an diesem Fall dran. Und es hat mir natürlich, und das ist auch hinreichend bekannt durch die Presseberichterstattung, Schwierigkeiten eingebracht. Aber ich muss gestehen, ich bin stolz darauf, sehr stolz darauf, dass das, was ich hier gemacht habe, sozusagen zu Sanktionen führt. Ich bin deswegen stolz darauf, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass das, was ich hier in juristischer Hinsicht geleistet habe, besonders schwierig gewesen wäre. Aus der Perspektive der deutschen Rechtsordnung ist das eigentlich ganz leicht, über die Dinge kompetent zu schreiben und so zu schreiben, wie ich darüber geschrieben habe. Deswegen ist das auch nicht besonders schwierig, was ich juristisch, intellektuell anspruchsvoll, was ich hier geschrieben habe. Ich verstehe deswegen meine Gutachten oder Artikel in der Jugos-Sache als einen Ordnungsruf, als Ordnungsrufe, nicht mehr. Und diese Ordnungsrufe sind publiziert. Sie sind auch in die russische Diskussion eingegangen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, die ich hier habe, dass ich die Broschüre, die Tamara Georgievna Moschikova zusammengestellt hat, nämlich zu den Gutachten des zweiten Strafprozesses, dass ich die der Stiftung übergebe. Ich habe drei Exemplare mitgebracht, Tamara hat sie mir zugestellt. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe,
Ihnen ist vielleicht nicht allen bekannt, auch nicht denjenigen, die hier auf dem Podium sitzen, diese Broschüre zu übergeben. Ach, das ist nett, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Selbstverständlich auf Russisch. Herr Vorsitzender, gestatten Sie noch einen... Kurz, bitte. Fühlen Sie sich bitte nicht missbraucht. ich habe Grund dazu, hier noch etwas auszuholen. Und zwar gibt es hier noch etwas, was ich mitgebracht habe. Es ist eine besondere Gelegenheit und man sieht es mir nach, dass ich die Gelegenheit nutze. Und zwar ist es ein Kalender aus dem Jahre 2004. Das ist ein Jahr vor der Verurteilung von Chodorkowski, die bekanntlich am 16. Mai, Chodorkowski-Lebedev am 16. Mai 2005 stattfand. Und diese Doppeldeutigkeit, nicht wahr, dieses Kalenders, dieses Mottos, mein Sohn hat sie mir damals, hat mir aus dem Jahr 2004 diesen Kalender aus Petersburg mitgebracht. Und es ist ein Kalendarium für das Jahr 2005. Und das zeigt also sozusagen die Prophetie schon derjenigen, die diesen Kalender gemacht haben. Ich weiß nicht, inwieweit er Ihnen hier bekannt ist. Ich möchte ihn gerne der Stiftung übergeben. Sie mögen darüber entscheiden, was Sie mit diesem Kalender machen, ob Sie dem Museum am Checkpoint Charlie der Abteilung den zur Verfügung stellen oder ob sie einen anderen Platz finden. Wir haben selbst ein historisches Archiv, grünes Gedächtnis, da ist das gut aufgehoben. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf einen ganz anderen sagen, Aspekt eingehen, der ist mir sowohl in dem Interview mit Juri Schmidt aufgefallen, aber auch in der Laudatio von Arseni Roginski, die wir jetzt hier nochmal abgedruckt haben, nämlich den Begriff der Intelligenz, der ja offensichtlich in Russland nochmal eine ganz andere Aufladung hat, noch eine ganz andere Bedeutung als im deutschen, der deutschen Tradition und im deutschen Diskurs. Also sowohl Juri Schmidt spricht mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Stolz von der russischen Intelligenzia, der er sich zugehörig fühlte. Und das ist fast identisch mit Opposition. Und Arseni, du in deinem Beitrag legst noch mal mit einer gewissen Ironie auseinander, weshalb zwar Anwälte, jedenfalls einige der Anwälte, zur Intelligenz zählten, aber niemals Richter und Staatsanwälte, weil sich das ausgeschlossen hat, sozusagen die Nähe zur Macht und die Zugehörigkeit zur Intelligenz. Vielleicht könnt ihr darüber noch mal ein bisschen etwas sagen. Ich denke, das ist sagen für das Verständnis der politischen Kultur, mit der wir es hier zu tun haben, nicht ganz unwichtig. Dann möchte ich was zu Richter Danilkin sagen, aber später. Ja, das ist wirklich eine sehr tiefgehende Geschichte. Wir sollten da vielleicht nicht so sehr detailliert diskutieren, aber in unserem Bewusstsein ist das Wort Intelligenzia sehr eng mit Begriffen verbunden wie Mensch als Träger der echten Kultur, ein unabhängiger Mensch und vor allen Dingen ein Mensch, der unabhängig vom Staat ist und der gesellschaftlich bewegt ist, besorgt ist. Die Kombination dieser drei Dinge, die Unabhängigkeit, das Zivilgesellschaftliche und die tiefe Kultur, das ist wohl das traditionelle Verständnis eines russischen Intelligenzia-Angehörigen. Und Staatsanwalt und ein Richter passt da nie rein. Herr Kony war der Einzige vielleicht in der Geschichte Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Darüber kann man unendlich viel schreiben. Dann gab es bei uns in der Geschichte noch einen Richter. Da wird immer dieser Name genannt. Also wie gesagt, Richter
Staatsanwälte und sonstige staatsangehörige Beamte gehören eben in diese Kategorie nicht rein. Und Jura war sehr stolz darauf, dass er zur Anwaltschaft gehörte. Und er hat es sehr wertgeschätzt, dass diese Gruppe, diese Schicht, ja, er hatte auch immer über die ethischen Normen der Anwälte nachgedacht und gesprochen. Und diese ethischen Normen, die waren bei ihm auch immer sehr nah an der allgemeinen Ethik der russischen Intelligenz. Ja, ja, und dass die russische Intelligenz ja ihre Heimat sehr kritisch liebt. Das ist schon eine Tradition von Beginn des 20. Jahrhunderts. Also die Intelligenz liebt ihre Heimat auf besondere Art und Weise. Sie liebt ihre Heimat, aber sie wird nie die Augen verschließen vor den Dingen, die durch die Regierung, durch die Macht teilweise unternommen wird. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, ob man zur Intelligenz gehört oder nicht, ob man die Augen davor verschließt, was im Land passiert oder nicht. Sagen, diese Kultur jetzt erhalten über die letzten 20 Jahre oder löst sie sich langsam auf? Anders gefragt, sagen, ist dieser emphatische Begriff von Intelligenz, der ja so existenziell aufgeladen ist, ist der vielleicht nur möglich unter autoritären Verhältnissen? Nein, würde ich nicht sagen. Also gut, autoritär, ja, das kann natürlich sein, das ist nur, aber wir haben ja noch nicht in anderen Regimen gelebt. Ja? Wir hatten mal eine kurze Pause, vielleicht. Und deswegen kann ich es gar nicht sagen. Aber für mich sind die Anwälte hier wichtig. Ich schaue mir immer die jetzigen Anwälte an. Und übrigens, ich habe ja auch viele Menschen gefragt. Ich habe gesagt, okay, wir kennen alle hervorragende russische Anwälte der 70er, 60er Jahre. Ja, das sind legendäre Namen. Jura hat auf gewisse Art und Weise diese Fackel von ihnen übernommen, diesen Staffelstab. Ja, und wer übernimmt jetzt von ihm den Staffelstab oder seine Fackel? Und ich habe angefangen zu fragen, meine Bekannten auch. Und mir wurden wirklich viele Namen genannt. Namen, die mir noch unbekannt sind. Ja, die kenne ich noch nicht. Viele hervorragende junge Anwälte, die absolut ehrlich sind, gut professionell sind, die auch zivilgesellschaftlich sehr auf der Höhe sind. Wir kennen sie noch nicht. Ja? Morgen, übermorgen werden sie vielleicht auch auf die russische Szene heraustreten. Sie sind ein bisschen anders als Jura. Jura konnte russische Gedichte seitenweise aus dem Gedächtnis rezitieren. Er war ein Teil der russischen Kultur. Sie sind anders. Sie können vielleicht Lieder singen oder so. Aber sie sind auch Profis und sie sind auch mutig, sagt man. Wie gesagt, ich weiß es bislang noch nicht. Also ich, da, ich, кстати, сегодня, ja. Вот, сегодня... ja, und wir haben jetzt den Jahrestag der Ermordung eines sehr guten Anwalts Stas Mogilew, der stand Memorial Sanaa und der wurde von irgendwelchen Radikal-Nationalisten ermordet. Der hat sich sein ganzes Leben lang bekämpft. Er war ein herausragender Anwalt. Und ich muss auch sagen, dass ehrliche Anwälte heute in Russland einen riskanten Beruf ausüben. Also die ehrlich und eine zivilgesellschaftliche Haltung einnehmen. Diese Menschen sind einem Risiko ausgesetzt. Wir wissen, dass Anwälte zusammengeschlagen werden, bedroht werden. Das gibt es alles. Und zwar jetzt, heute. Wir erfahren in unserer Menschenrechtsarbeit, in der politischen Arbeit
schon auch, dass es inzwischen durchaus ein Netzwerk gibt einer jungen Generation von Anwälten, die sehr mutig sind, die risikobereit sind, die auch bereit sind, auf Verdienst zu verzichten. Denn man kann ja, wenn man sich anpasst, in Russland auch unendlich viel Geld verdienen, mehr als wir uns manchmal hier vorstellen können. Aber ich finde auch, es muss darauf hingewiesen werden, dass es ja inzwischen unterschiedliche Bedrohungen gibt. Nicht nur die staatlich organisierten, sondern inzwischen eben die quasi paramilitärischen oder die von rechtsextremistischen Schlägertrupps. Das gilt ganz besonders für den Nordkaukasus, wo wir inzwischen das wissen, dass nicht mal Human Rights Watch mehr vor Ort als Organisation ständig präsent sein kann, sondern die Bedrohung von mehreren Seiten kommend, wie gesagt, von Kadyrowskis, aus dem russischen Sicherheitsapparat, dann vielleicht sogar noch von anderen Extremisten, dass das dazu führt, dass tatsächlich die Bedrohung mit Leib und Leben zu zahlen für anwaltschaftliche Vertretung, so wie sie zu einem Rechtsstaat gehören, zum Alltag von solchen mutigen Anwälten gehören. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch nicht nachgeben dürfen. Ich mache jetzt mal eine kleine Fußnote, auch in der europäischen und auch in der deutschen Politik, dass wir bei diesem Punkt der Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht nachgeben und keine Konzessionen machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir uns auf der Ebene der Menschenrechtsdebatte bewegen, sofort über Fragen, was ist Menschenrecht, welche Standards, bei euch ist doch die Homosexualität vor 30 Jahren auch mit Diskriminierung verbunden gewesen. Das ist ein sehr viel weniger messbares Instrument, der Begriff der Menschenrechte, als der des Rechtsstaates. Und ich wünsche im Austausch von deutscher und russischer Politik, wünsche mir, dass die deutsche, aber auch die europäische, die EU-Politik, diesen Punkt des Rechtsstaats zu einem ganz, ganz harten Punkt macht. Und wenn ich vielleicht kurz noch mal anfügen möchte, dass die große alte Dame der Menschenrechtsbewegung, Ludmila Alexejewna, dass sie sagt, im Zentrum steht der Schutz des Eigentums und damit wirklich verstanden hat, dass eine geordnete Gesellschaft genau diesen Schutz braucht, damit auch eine Gesellschaft sich entwickeln kann, was nicht geht in einem Räuberstaat. Also ein großes Plädoyer für die Arbeit an dem Thema Rechtsstaatlichkeit. Das möchte ich hier gern noch mal als politische Aufgabe in den Raum geben. Ich würde gerne diese Frage noch mal an Sie weitergeben, Michael Chodorkowski. Sie waren in den 90er Jahren einer der erfolgreichsten Tycoons in Russland, sind innerhalb kurzer Zeit zum Chef eines der größten Konzerne aufgestiegen, auch zum märchenhaften Reichtum. Sie haben dann begonnen, Zivilgesellschaft zu fördern. Sie haben eine Stiftung gegründet, angefangen von der Ausstattung von Schulen mit Computern bis zur Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen. Sie haben dann angefangen, sich auch in die Politik einzumischen, haben zumindest oppositionelle Parteien mitfinanziert. Und dann sind sie 10 Jahre im Straflager gelandet. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht eine rechtsstaatliche, seine politische Kultur in Russland für die wirtschaftliche Entwicklung, für die wirtschaftliche Modernisierung des Landes?
Erstens möchte oder muss ich sagen, der Schutz des demokratischen Staates für mich und meine Kollegen schon Anfang der 90er von Bedeutung war, als wir sozusagen unsere Seite gewählt hatten, indem wir das Weiße Haus verteidigt haben. Und das war sozusagen die erste bewaffnete Konfrontation, nach der die Russische Föderation eine demokratische Regierung bekommen hat und dann 1993 die zweite bewaffnete Konfrontation. Und meine Kollegen und ich haben die ganze Zeit über diverse oppositionelle Parteien unterstützt. Ganz einfach, weil wir der Ansicht waren, dass das war unsere innere Überzeugung, dass jedermann das Recht hat, seine Ideen zu verteidigen. Und Menschen mit unterschiedlichen Ideen müssen eben in der staatlichen Gewalt des Landes vertreten sein. Boris Nikolajewitsch Jelzin war sich darüber im Klaren. Und damals wurde man auch nicht wegen seiner Ideen oder Überzeugungen verfolgt. Wir haben Rutzkoi geholfen nach dem Putsch. Während des Putsches haben wir gegen ihn gekämpft und nach dem Putsch haben wir ihn unterstützt. Und das trifft nebenbei gesagt auch nach der Zerschlagung des GKCP. Wir waren gegen die Leute, wir standen auf unterschiedlichen Seiten der Barrikade, aber als der Spuk vorbei war, haben einige von ihnen wieder Jobs angeboten bekommen und die Möglichkeit, ganz normal weiterzuleben. Wir waren der Ansicht, dass das richtig ist. Leider wurde diese pluralistische Haltung nicht institutionell verankert. Und kaum, dass der Präsident ein neuer war, änderte sich die Situation. Und es gab keine Kraft, die in der Lage gewesen wäre, geordnet dieser Änderung der Spielregeln entgegenzutreten. Und wenn man es mit einer Kraft zu tun hat, die es allen gleichermaßen verbietet, die Spielregeln zu ändern, das ist ein Rechtsstaat. Wenn alle nach den gleichen Regeln spielen, die die Gesellschaft erarbeitet hat. Die Gesellschaft kann die Spielregeln ändern, aber in einem eindeutigen Verfahren und nicht nur, weil es jemand will. Unsere Regierung sucht jetzt ganz aktiv nach Ideen, um das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen. Und solche Ideen wurden auch in den letzten Jahren geäußert. Aber jetzt leben wir in einer anderen Situation. Alle Wirtschaftsfachleute, die Regierung um Ratschläge ersucht, die sagen, es können keine ökonomischen Ideen außerhalb einer politischen Reform generiert werden. Es gibt keine Ideen, die die Wirtschaft verbessern, wenn keine politischen Reformen stattfinden. Und was politische Reformen betrifft, so haben unterschiedliche Wirtschaftsfachleute unterschiedliche Vorstellungen, auch die Gesellschaft hat unterschiedliche Ansichten, aber es gibt einen vereinigenden Punkt: der Rechtsstaat, unabhängige Gerichte, Gleichheit vor dem Gesetz.
Und es liegt auf der Hand, eine moderne Wirtschaft nicht außerhalb eines solchen Rahmens sich entwickeln und wachsen kann. Man kann keine großen langfristigen Projekte durchführen. Man kann sein Leben nicht planen, wenn man nicht weiß, welche Spielregeln herrschen und dass sie unveränderlich sind, dass sie klar sind und für alle gleich sind. Also im Prinzip alles, was den Rechtsstaat ausmacht. Ich möchte jetzt noch einen Gast aus dem Publikum zu Wort kommen lassen. Wir nähern uns dem Finale. Chefredakteur von Novaya Gazeta, der vermutlich wichtigsten unabhängigen kritischen Zeitung Russlands, auch ein langjähriger Freund und Partner der Böll-Stiftung, Muratov, bitte sehr, wenn Sie kurz noch etwas sagen wollen. Zwei Minuten buchstäblich. Ich möchte daran erinnern, dass heute in Moskau, jetzt zur Stunde, eine Demonstration beginnt, organisiert durch Novaya Gazeta und Memorial und zum Gedenken an Nastya Baburova und Stas Margilov, die vor 3 Jahren an diesem Tag ums Leben gekommen sind. Und mit meinem teuren Freund Roginski bin ich nicht ganz einverstanden, wenn er sagt, dass es keine neuen Menschen gibt, keine neuen Anwälte. Und keine neuen Fackeln. Es geht ja nicht um die olympische Fackel. Das stimmt. Und die Fackel ihres Mannes Lena kann übernommen werden. Sie wissen das nicht, weil Sie schon lange nicht mehr gesessen haben, Arseni. Aber wenn man Sie das nächste Mal einlockt, dann werden Sie, Arseni Borisowitsch, dann werden Sie merken, es gibt auch neue Dissidenten, nicht nur die der 60er Jahre. Und nein, wir haben Sie natürlich richtig verstanden und alle, die hier im Saal sitzen, ist okay. Noch einige Worte zur Sache. Ich habe wirklich lange inoffiziell, nicht so wie Juri Markowitsch und Michael Borisowitsch miteinander zu tun haben, ich hatte viel privat mit ihm zu tun, er hat mir viel über Montesquieu erzählt, als Vater des modernen juristischen Systems, der heute 325. Geburtstag hat. Übrigens, ein Despot braucht Angst, ein Monarch sein Ehrenwort und die Republik fußt auf Tugenden und Gesetzen und darum meinte er, wir brauchen eine Republik. Und man darf keine Despoten unterstützen. Er hatte auch keine Angst vor Despoten. Und es ist gut, dass wir hier diese Veranstaltung in der Böll-Stiftung durchführen. Mein Lieblingsbuch, Billard um 9:30, enthält den Gedanken, die Menschen bestehen aus 2 Kategorien. Die einen sind Stiere und die anderen Lämmer. Und Schmidt war auf der Seite des Lichtes und des Guten. Und er war ein Lamm, er konnte aber kämpfen wie ein Stier. Und er hatte seine Gründe, für die er kämpfte, Überzeugung, und er hatte Gegner. Wenn der russische Präsident zum Mann des Jahres gewählt wird durch die Presse, aber das Land wird nicht zum Land des Jahres. Wenn der Präsident wirklich als erfolgreich betrachtet wird und das Land eigentlich nach wie vor vom Pech verfolgt ist, das bedeutet, dass wir eine Republik aufbauen müssen. Endlich. Und ich hätte dann noch zum Abschluss einen Vorschlag. Wissen Sie, lassen Sie uns gemeinsam mit Memorial und der Böll-Stiftung und der Novaya Gazeta oder wenn
Michail Borisowitsch da mitmachen würde, wäre ich glücklich. Lassen Sie uns einen Preis stiften. Einen internationalen Preis für Anwälte, die keine Angst vor politischen Verfahren haben, auch wenn das ihnen schadet. Und das klingt russisch gut und deutsch auch gut. Der Schmidt-Preis. Meinerseits wäre das jetzt alles. Wir denken das und bereden das. Ich würde jetzt gerne noch mal zu einer ganz kurzen abschließenden Runde hier auf dem Podium kommen und allen noch mal die Möglichkeit geben, etwa drei Sätze zu sagen, was sie am Ende dieser Matinee noch mitteilen möchten. Arseniv, willst du anfangen? Ich meine, du musst dich jetzt nicht verteidigen gegen die nächste Generation. Dmitri Andreevich. Dmitri Andreevich, der macht das häufig so. Der hat einfach was zusammenschlagen, aber nicht Leuten gehört oder umgekehrt. Ich hatte doch gesagt, ich habe Dutzende Namen bekommen. Die habe ich auch hier bei mir im Notizbuch und ich kenne sie nicht persönlich. Und es gibt dieses russische Gefühl. Es ist nicht ganz das, was man will. Höchster Professionalismus. Mut. Zweifellos, Risikobereitschaft vorhanden, aber was ist nicht da? Die können Gumilyov nicht lesen während den Sitzungen. Vielleicht sind das Menschen einer anderen Kultur und darum, sie sind nicht ganz so. Aber das macht sie nicht schlechter und das sind nicht nur Moskauer Anwälte. Wir haben junge Anwälte im Kaukasus und in Tschetschenien und in Dagestan und in Kabardinien. Da gibt es wunderbare Anwälte. Ich werde ihre Namen nicht nennen, aber ich weiß, was sie machen. Und ich bin für einen solchen Preis. Aber die Frage läuft wieder darauf hinaus, dass ein Anwalt... Preis für Anwälte der Freiheit, meinten Sie das so, Dmitri Andreevich? Und das Wichtigste wäre wohl, das Erbe von Juri Schmidt zu bewahren. Und ein solcher Preis, wenn wir ihn tatsächlich erfinden, einen solchen Anwaltspreis, das wird ein Preis sein, um eben die Ideen und auch das innere Pathos von Juri Markowitsch zu bewahren. Danke für diese Idee, für diesen Vorschlag. Ich bin dafür. Wir stimmen jetzt aber nicht ab. Hm? Oh, der Vorstand bekommt Sorge. Oh, nein. Ich möchte gerne noch einmal sagen, dass die Tatsache, dass sich so viele Menschen eingesetzt haben für die Freiheit von Michail Chodorkowski und auch für Platon Lebedev, der nicht frei ist, und manchen anderen, dessen Namen wir nicht kennen, der auch im Rahmen dieser Pyramide, die aufgebaut worden ist, um einen scheinbar belastbaren Prozess zu führen, dass dieses Engagement für Michail Chodorkowski uns verpflichtet, umso mehr verpflichtet die, deren Namen wir nicht kennen und nicht präsent haben, auf die Tagesordnung zu setzen oder auf der Tagesordnung zu halten. Ich begreife das als eine große Verpflichtung. Dazu gehört auch, worüber wir heute nicht gesprochen haben, die Umstände und Zustände in russischen Lagern und Haftanstalten. Und dann möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir gerade Zeuge werden, wie in einem unserer Nachbarländer gerade sehr viele Hoffnungen zerstört werden, die auf mehr Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie gesetzt haben, alle die vielen auf dem Maidan, wo mit einer Geschwindigkeit,
wie einen Atem, den Atem nimmt, demokratische Freiheiten und Rechte, soweit es sie gab, gerade zertrümmert und eingesammelt werden. Und da wir von Brüssel und Berlin ja dort eine Tür aufgemacht hatten und Versprechen gegeben haben, möchte ich, dass wir uns in der Politik von diesen Versprechen nicht einfach verabschieden, dass dieses Versprechen hat eine Verpflichtung bedeutet. Und ich sehe mit Sorge, dass diese Verpflichtung nicht ausreichend empfunden wird, weder in Berlin noch in Brüssel. Die Menschen in der Ukraine werden viele mutige Anwälte brauchen in der nächsten Zeit. Und da sollten wir alle wieder ganz aktiv und hingebungsvoll und aufmerksam sein. Ich denke, das ist unsere Verpflichtung. Liebe Freunde, ich unterstütze Marie-Louise dahingehend, dass meine Anwesenheit hier, der Umstand, dass ich mit euch allen zusammen sein kann, nicht bedeutet, dass es in Russland keine politischen Gefangenen mehr gibt. Es gibt sie, es sind viele, und Juri Markowitsch war ein Einzelkämpfer. Und ich glaube, wir gedenken seiner am besten, wenn jeder von uns nach der Maßgabe seiner Fähigkeiten sein Werk fortsetzt, indem wir die Menschen unterstützen, die unrechtens eingesperrt sind und wirklich in einer schwierigen Situation sind, aufgrund ihrer Ideen, ihrer Haltung. Ich werde auf jeden Fall tun, was in meinen Kräften steht. Und ich freue mich darüber, hier so viele Gleichgesinnte zu sehen. Ich glaube, Juri Markowitsch hätte sich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich finde diese Diskussion, obwohl wir jetzt sehr viel über Juri Markowitsch, Schmidt, über Russland dann gesprochen haben, auch für uns hochrelevant, auch für uns hier. Manchmal schätzt man ja den Wert von etwas erst dann, wenn man es verloren hat oder wenn man es gar nie besessen hat. Und ich glaube, dass das auch zutrifft auf diesen Begriff der Rechtsstaatlichkeit und einer rechtsstaatlichen politischen Kultur. Und zwar sowohl im Hinblick auf das Schicksal des Einzelnen. Natürlich gibt es auch in einem Rechtsstaat Unrecht, aber der Schutz vor Willkür, vor willkürlicher Gewalt, das ist tatsächlich ein elementares Menschenrecht und eine Bedingung für Menschenwürde. Also sich daran nochmal zu erinnern, welche Bedeutung eine rechtsstaatliche politische Kultur für das Leben des Einzelnen hat, aber auch für die Entwicklung von Gesellschaften, ja, dass so etwas wie Rechtssicherheit besteht, ist im Grunde eine Bedingung für eine Zivilgesellschaft, für eine kultivierte Gesellschaft. Und letztlich auch eine Bedingung für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Das ist für mich auch eine der Lehren aus der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und mit dieser Person. Wir haben jetzt über vieles nicht gesprochen, zum Beispiel nicht über die Bedeutung der Tatsache, dass Juri Schmidt als Kind die deutsche Hungerblockade Leningrads überlebt hat. Ich will das jedenfalls noch nennen, weil das auch konstitutiv ist für seine Biografie.
oder die Art und Weise, wie er mit der Tatsache umgegangen ist, dass er eine jüdische Familiengeschichte hat. Es gibt noch sehr vieles, was an dieser Person für unser politisches Selbstverständnis und für die deutsch-russische und sagen europäische Selbstverständigung gewonnen werden kann. Und wir werden nach Gelegenheiten suchen, das fortzusetzen. Wir werden auch jetzt mal im Ernst die Idee des Preises gerne mit euch weiter sagen, diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen hier für ihre Aufmerksamkeit, bei den Gästen hier auf dem Podium für ein hoffentlich interessantes Gespräch, bei den Übersetzerinnen, die uns so gut hier durch diesen Vormittag begleitet haben. Nochmal bei all meinen Kolleginnen und Kollegen, die das so sehr kurzfristig hier möglich gemacht haben. Und jetzt würde ich Sie gerne noch einladen. Es gibt draußen, wenn ich das richtig gesehen habe, noch ein paar Brezeln und etwas zu trinken. Und die Bücher natürlich, die Bücher sind, können Sie gerne mitnehmen, wir verkaufen sie auch nicht. Gut, also herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Oh Lord, help me to walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. And Lord, help me to smile another